Hi Leute, Paxcom hier. Ich begrüße euch recht herzlich zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video von X-Tratalen Konflikt. Und zwar habe ich jetzt bestimmt anderthalb, zwei Wochen nicht mehr gespielt. Mit, glaube ich, Ghost Rider und noch einem anderen in den Kommentaren ein bisschen geschrieben und mir gedacht, ich werde einfach mal, habe mir Gedanken gemacht, wie das hier mit dem Account jetzt weitergehen soll mit dem Spiel. Und wollte euch heute mal so einen kleinen Plan davon mitteilen. Ich war jetzt ein paar Tage krank, deswegen verzeiht mir noch, falls meine Stimme heute ein wenig anders klingt. Ich bin's wirklich. Ihr könnt natürlich gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr euch so wünscht, was ich vielleicht noch machen kann, ausprobieren kann oder was ihr gerne sehen wolltet, wo ihr mich versagen sehen möchtet. Wenn nicht, teile ich euch jetzt mit, was mein Plan so ist. Ich habe den Joystick heute angesteckt und ihr seht hier, dieser Schubregler, der hat so eine Schwerkraft, weil der nicht mehr, weil das ist noch ein ganz alter Cytec Cyborg EVO, der geht immer wieder runter, deswegen wird er immer wieder langsamer, fliegt rückwärts. Aber halb so wild. Ich gucke zuallererst mal, was meine Händler machen. Wie gesagt, ich habe überhaupt gar keinen Überblick, oder vielmehr erstmal gucken wir zu meinen Missionen, gar keinen Überblick mehr. Aha, okay, das ist gut so. Was machen die Fabriken? Da hat er wohl nicht mehr viel Geld. Das ist... Ich glaube, hier müsste ich mal... Vielleicht mal den... Dass die hier mal mehr... Neuer Preis ausgewählt. Dass die hier wieder Credits einkaufen, Energiezellen einkaufen können. Sonst produzieren die ja gar nicht. Okay, so. Bofu, okay. So, jetzt schaue ich zu den Händlern. Drei Welten in Bereitschaft, das ist okay. Rolks Vermächtnis, okay. Frias Rückzug, herzlichen Glückwunsch. Kommando akzeptiert. Sehr schön. So, das hier ist Jupiter, den lassen wir. Neptun lassen wir auch. Pluto lassen wir auch. Wobei man, wenn da Level 8 ist, den wir wahrscheinlich durch einen anderen ersetzen können. Aber wenn nicht, lassen wir das einfach so. Okay, jetzt haben wir das erstmal abgecheckt. Jetzt geht es darum, wie ist der Plan? Credits ist vielleicht noch interessant. Habe ich jetzt 72,8 Millionen. Der Plan ist wie folgt, dass ich erstmal abwarte, bevor ich irgendwelche Neuinvestitionen tätige, bis die Marines fertig ausgebildet sind. Das müsste bald soweit sein. Dann möchte ich ab dem heutigen Tage so wenig wie nur irgend möglich Dinge von der KI kaufen, sondern alles auf Eigenproduktion umstellen. Das bedeutet, höchste Priorität hat jetzt, sobald die Marines fertig sind, dass ich an meinen Eigenversorgungskomplex aufbauen werde. Natürlich werde ich erstmal anfangen, die ganze Energieversorgung aufzubauen und so weiter und so fort. Das wird erstmal einige Millionen kosten, aber wenn das läuft, kann ich schon ein paar Energiezellen verkaufen, was weiß ich, keine Ahnung. Werde ich wahrscheinlich noch ein paar Händler anstellen, die dann auch mit verkaufen werden. So ist der Plan. Und werde dann einfach den Komplex so weit erweitern, was ich halt gerade brauche, ob es gerade Waffen sind oder Raketen oder Drohnen, und werde diese Fabriken dann Stück für Stück einfach dazu bauen mit dem Komplex Cleaner Mod, und dann ständig wenn ich Geld habe, den Komplex mit den wichtigsten Sachen erweitern, dass ich quasi immer unabhängiger von der KI werde. Das nächste Ziel ist es, ich muss ja auf meinen Zettel gucken, dass ich mir, weil wenn ich jetzt hier schaue, Hauptquartiere werden von dem das dauert ja hier noch, der produziert jetzt Perseus, sobald er halt genug Ressourcen hat, ja, die fehlen jetzt aktuell noch. Ich glaube, hier Mikrochips fehlen noch ein paar und Kristalle. So, gucken wir mal. Unterwegs, sind beide unterwegs. Was kauft? Mosquito kauft. Ach, der versorgt sich erstmal selber. Und der kauft schon Kristalle, genau. So.
Aber wenn ich hier gucke, wie lange der da braucht, da zerlegt er jetzt noch die Hyperion. Ah, na, also hier 21 Stunden insgesamt. Das bedeutet, die Produktion für eine Hyperion dauerte natürlich dementsprechend lange. Ich werde mir eine eigene Flotte zusammen basteln irgendwie. Und zwar werde ich mir dann noch die ein oder andere, um euch das auch mal nochmal zu zeigen, wie ich das so mache, noch das ein oder andere Schiffchen kapern, zum Beispiel Hyperion, Agamemnon. Will halt versuchen, dass ich vielleicht gar keine Schiffe kaufen muss, sondern mir alle kaper oder vielmehr entere. Schauen wir mal, wie weit wir damit kommen. Damit dann will ich mir dann halt, wie gesagt, eine Kampfflotte aufbauen und mit Hilfe des eigenen Versorgungskomplexes diese aus mit auch mit Waffen, Raketen, Energiezellen, all möglichen Zeug ausrüsten. So, das ist die Kampfflotte. Genau, Schiffe ändern will ich dazu. Dann will ich O-Pilot umsetzen, das habe ich schon gezeigt. Hab da jedes Mal wieder Schwierigkeiten, den Punkt kann ich streichen. So, dann will ich. Achso, genau, in den Kommentaren habe ich gelernt, dass es sogar einen Plot gibt, bei dem ich so ein Hauptquartier geschenkt bekommen. Das wusste ich gar nicht, weil ich muss ganz ehrlich sagen, das Spiel gibt schon so lange und ich habe schon so oft angefangen und wieder aufgehört, dass ich noch nie so ein Plot fertig gespielt habe. Ich habe halt mit diesem. Moment. Mit diesem Nividium-Trick, was ich euch schon gezeigt habe, in so kurzer Zeit so unermesslich viele Credits reingeholt, dass ich mir dann immer alles bauen konnte und kaufen konnte und dann hat es keinen Spaß mehr gemacht. Deswegen mache ich das ja nicht mehr. Deswegen ist mir das auch egal. Ich habe jetzt die 180 Millionen für das Hauptquartier ausgegeben, aber was soll's, das Spiel ist ja dazu da, um es längerfristig zu spielen. Dann dauert es halt ein Stückchen länger. Genau, da will ich mir dann, vielleicht kaufe ich mir auch noch eins oder dann kriege ich auch eins vom Plot. Werde ich mir dann Universumshändler noch basteln. Und zwar will ich insgesamt 180 Händler dann quasi fast zeitgleich starten, um einfach herauszufinden. Und zwar werden das 90 kleine Mistral Superfrachter und 90 Mistral Frachter und mal was schauen hier, wo ist Heimat der Legende? Weil ich möchte endlich mal wissen, genau, ich werde 90 von den Superfrachtern hier und 90 von den normalen Mistrals entweder selber bauen, mal gucken, wie lange das dauert, oder auch kaufen. Und die will ich dann insgesamt 180 und die will ich dann alle zeitgleich losschicken, um einfach mal zu schauen, welche denn effektiver und schneller leveln. Ob das die kleinen oder die großen sind. Weil ich denke, wenn die einmal Universumshändler sind, macht man mit den kleinen mehr Geld, weil die einfach schneller von A nach B fliegen, schneller flüchten können und so weiter und so fort. Aber das werde ich halt mal ausprobieren. Und wenn sie da halt den einen oder anderen abschießen, dann ist es halt so. Wahrscheinlich werde ich einen Großteil davon kaufen müssen, weil das dauert einfach sonst ewig, um die selber zu bauen. So, und dann des Weiteren wird der Plan sein, dass ich, wie gesagt, die Testkomplexe baue. Und zwar habe ich ja jetzt schon den erweiterten Satellitenfertigung hier. Der hier. Und das habe ich ja in einer Folge schon mal gezeigt mit dem Xadrian, wo ich quasi gezeigt habe, wie ich, oder vielmehr, wie der Komplex aufgebaut wurde. Und genauso soll ein Testkomplex mit Moskito-Raketen, ein Megalschulschilden mit Raumsprit, mit Raumkraut und eine Chipfabrik will ich bauen. Habe ich ja alles schon entworfen mit Hilfe von Xadrian. Wer die Folge nicht gesehen hat, muss einfach nochmal schauen. Xadrian erklärt oder so heißt es, glaube ich. Und da, und diese Komplexe werde ich dann einfach alle zum Laufen bringen, aufbauen. Das ist natürlich ein langwieriger Prozess. Um zu gucken, da werde ich dann auch mal alles komplett auf Null stellen oder so. Keine Ahnung, wie ich das mache, dass sie in etwa zeitgleich produzieren. Oder ich lasse die einfach mal alle anlaufen und dann nehme ich die automatische Kredittransfer zum Spielerkonto raus, um einfach mal zu schauen, über ein paar Tage, was für ein Ding denn am meisten Profit macht. Und von denen baue ich dann halt noch ein paar. So ist erstmal der grobe Plan für die nächsten hunderten Folgen wahrscheinlich, weil das wird alles relativ lange dauern, bis ich das alles umsetzen kann. Wenn ihr noch irgendwelche anderen Ideen, Vorschläge habt, dann
Her damit. So, ich werde jetzt erstmal gucken, ob ich eine Hyperion finde, um die zu ändern. Ich habe ja nicht umsonst die Joystick angeschlossen. Wie viele habe ich denn hier? Oh, ich habe hier nur 3 Jungs. Das sollte ich schon wenigstens noch ein paar mehr haben. Wo sind denn noch welche? Dieses schnelle. Was? Dieses schnelle Transportschiff kann man schon seit einigen so. Jahren über. Aha, die sind wahrscheinlich gerade im Training. Tukan ist ein Passagiertransporter. Gut, okay. Dann komm mal her zu mir. Kommando akzeptiert. Dann hole ich mir noch 3 Stück von dir. Vier mal 2. So, was hast denn du hier anzubieten? Ach. Oh, jetzt bin ich, dadurch, dass ich rückwärts geflogen bin, so weit weg, dass ich gar nicht mehr mit dir kommunizieren kann. So. Gelandete Schiffe, okay. Aha. Sie sprechen mit dem Auto. Wollen profitieren von Auftrag? Klar, das machen wir nebenbei mit. Eingehende Nachricht. Oh. Kommando akzeptiert. Aha. Kommando akzeptiert. Nicht, dass die mir hier meinen Freund noch abschießen. Ey, komm jetzt, spring weg. Alter Falter, war das knapp. Na, das wäre natürlich gleich ein cooler Beginn gewesen. Meine Güte. Eingehende Nachricht. Alter Falter, das war eine knappe Kiste jetzt hier. Okay, da fliegen wir jetzt mal hin und holen hier noch ein paar. Och, es ist mir aber auch das Herz ins Füßchen gerutscht, Junge, 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 du. Ah, da müsste man ein bisschen was verkaufen hier, der Kollege. Ja, das mal abspeichern. Das ist nämlich blöd, wenn die nur einen Auftrag von mir bekommen, bin ich quasi Captain von dem Schiff und dann springt er nicht automatisch weg. Was ist denn das da Geiles? Unbekanntes Objekt. Es ist ein UFO. Fetzt. Hier gibt's UFOs. Was ist denn das? Unbekannt. Okay, gut. Kampfdrohne. Erweitert. Tukan. Na, endlich. Warntausch. Marineinfanterist. Transferiert. So. Jetzt. Na, was ist denn? Geht ihr mal wieder ran an den Typen oder jetzt? So, 3-Einigkeit fliegst du wieder hin. Andockerlaubnis erteilt. Was war denn 3-Einigkeit gerade? Da war doch was Rotes. Oh. Tut mir leid. Sprungantrieb wird geladen. Ich muss mich erstmal darum kümmern. 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Achtung! Eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Zyats Machtbereich. Zyats Machtbereich. Hey, du wolltest es aber wissen, ne? Gut, dass der Joystick dran hängt. Haha. Erreiche
Sicher System, Dreieinigkeit. Erweiterter Satellit? Was, wer macht denn sowas? Ah, da warst du schon. Aha. Das kann doch nicht wahr sein, die Drecksäcke. Na gut, ich komm dann gleich zu euch. Hä? Jetzt ist die Mission wohl weg. Jetzt ist die Mission wohl weg, oder was? Kark, Cluster. Hat's die jetzt abgebrochen? Okay. Na gut. Wo habe ich denn die Mission angenommen? Welchen Sektor war ich denn? War das Zyards Machtbereich? Ich glaube. Ja, da ist auch das UFO hier. Und da fliegt man nachher mal dahin. So, jetzt machen wir erstmal hier den Kollegen. Deaktiviert. Ach, das ist aber schön. Na? So, du bist der Nächste. Das war ja einfach. Okay. Eingehende Nachricht. So, du holst immer wieder Energiezellen. So, und dann auf nach Zyards Machtbereich. Frachtraum geschlossen. Falsche Taste. So. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40. Ich habe mir überlegt, ich werde mal vielleicht in die Hyperion mal andere Waffen reinbauen. Die will ich noch mal ausprobieren. Und zwar Erschütterungsimpulsgeneratoren. Da werde ich mir mal 4 Stück holen. So. Ich will erst mal gucken, vielleicht kann ich hier doch noch irgendwo die Mission annehmen. Andockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Mal gucken, ob die vielleicht noch irgendwo ist, die Mission hier. Warnung, Energielevel niedrig. Ärgerlich, die Kohle will ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Tut mir leid. Sie sprechen mit dem Auto.
sprechen mit dem Automaten. Was du wollen für die Preise? Mamba brauche ich nicht. Sie sprechen mit dem... Was du wollen, ich dir jetzt... Okay. Splitschiffswerft. Falsches Knöpfchen gedrückt. Warnung, Energielevel niedrig. So, wo soll ich jetzt hin? Traumfabrik M Alpha, ein profitabler Handel. Örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Na, wo ist denn Profi? Ah, da. Traumfabrik Alpha. Andockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Sie sprechen mit dem Automatis. Okay. Wenn ihr die Mission nicht mehr haben wollt, dann mache ich halt eine andere. Dann habt ihr halt Pech gehabt. Kommando akzeptiert. Millionen. Sprungantrieb wird geladen. Dann weiß ich gar nicht mal, wie viel ich vorhin hatte. 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. Muss ich erstmal gucken, wieso der über 1 Million Geld hatte. Der hätte das doch eigentlich überweisen sollen. Erreiche System, profitabler Handel. Hat er doch. Oh, jetzt hat er es gemacht. Okay, dann gucken wir mal hier nach Missionen. Ah, da bin ich viel zu weit weg. Da auch. Eine Baumission. Ich soll dahin. Da. Na, die Baumission gucken wir uns nachher an. Die Piraten lassen wir in Ruhe. Traumfabrik M. Sie sprechen mit dem automatisierten Kommunikationssystem. Was? Telatianum liegt hier rum. Was ich natürlich auch machen möchte, dann irgendwann mal hier so eine Mission von den OTAS und sowas annehmen. Telatianum, das können wir dann mal heimschicken. Zum Hauptquartier. Hauptquartiere werden von dem All da brauche ich Telatianum, oder? So ja, genau. Unternehmen gehörenden Besitz zentral zu kontrollieren. Den eigenen hat er jetzt mal genug, dass er produzieren kann? Wieso hat denn da jetzt kein Rasteröl mehr? Lagern und Waren oder das Erstellen von Gewinnanalysen. Dadurch können Sie von dort Ihr gesamtes Imperium. Unterwegs. Was hast du? Du hast Mikrochips, das ist schon mal gut. Was hast du? Du hast Rasteröl, das ist doch gut. Dann geht vielleicht bald endlich mal die Produktion los. So, wo ist denn jetzt der Bauauftrag gewesen? Telatianum-Gießerei. Andockvorgang erfolgreich. Im Namen des Vorsitzenden. Eingehende Nachricht.
Ja, 5 Millionen, aber so leicht kann man Geld verdienen hier im X-Universum. Das ist ja echt ein Traum. 79 Millionen. Ja, das passt doch. Weil der letzte Plan war ja eigentlich die Raketenfabrik Mosquito zu bauen. Aber ich will erstmal ein bisschen unabhängiger von der KI werden. Teladianium. So, ich kann mal gucken, ob ich irgendwas anderes hier noch sprechen kann. Nee. Viel zu weit weg. Das war doch die... Sie sprechen mit dem Auto. Du wolltest uns nun senden Daten. Mal sehen, was es hier gibt. Sie sprechen mit dem... Benötigen. Wir werden nun die... Sehr schwer. Das klingt doch gut. Teladi Sonnenblumenraffinerie. Bra. Autopilot so. Deaktiviert. Wie viele Energiezellen habe ich denn überhaupt noch? Ach, jede Menge. So. Ach, das soll doch gleich hierher. Das ist direkt neben das Tor. Sie sprechen mit dem... Ich kann Sie kommen. Ich werde Ihnen die Information... Okay. Was wollt ihr jetzt gebaut haben? Sonnenblumenöl-Raffinerie M. So. So, gucken wir mal hier. Nach Produkt. Sonnenblumenöl. Gewächsstation Teladi ist das. Und das gibt's in Profitbrunnen. Oh. Wo sind denn deine ganzen Energiezellen hin? Halt. Ah. Hä? Ach, gelandete Schiffe. So, du kriegst mal Energiezellen transferiert. So, du, bei dir machen wir das selber. Energiezellen transferiert. Was hast denn du noch an Fracht? Nichts mehr Großes? Du auch nicht. Hier. Profitbrunnen war das, gell? Ach nee. Muss doch mal gucken, wo waren das jetzt? Profitbrunnen, ja. Hä? Profitloch? Aha, gut. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. So, dann gucken wir einfach, was die anderen Missionen noch hier sind. Sie sprechen mit dem... Lassen Sie uns die von Ihnen geforderten Informationen... Oh, das nehmen wir doch mit, ey. Schiffssteuerung transferiert. Kommando akzeptiert. So. Dann machen wir den nämlich heil, ja? Sie sprechen mit dem... Wir werden nun die erwünschten Informationen. Okay. Merkur, Superfrachter. Na, da fliege ich mal ein bisschen in deine Richtung. So. Und dann müssen wir hier meinen. Wo hab ich denn jetzt meinen. Nicht M3, M6, M5, TM. Kommando akzeptiert. Da machen wir den nämlich flott. Der Merkur ist die neueste Errungenschaft der Abwehrschaft. 5x25 Megajoule-Schilder. Hat er
Elefant noch welche drinne? Ne, sieht nicht so aus. Ach, wo bin ich denn jetzt? Auch erst über hier drüben, oder? Das war natürlich jetzt völliger Blödsinn. Nicht 25 Schiffe. 25. 5? 25 Megajoule-Schilde. Kommando akzeptiert. Auch wenn der 100 drin hat, ist er trotzdem nicht stabiler. So. Kampfdrohne. Kampfdrohne transferiert. Kommando akzeptiert. Okay. Das wird jetzt die Nummer 33. Und ich würde sagen, wir haben schon fast überzogen. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao, ciao.